Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Show Minecraft. Und ihr erinnert euch vielleicht oder bestimmt noch an diese TNT-Kanone da, die ich da gebaut habe. Und ich bin des Öfteren gefragt worden, ob ich nicht doch mal ein Tutorial dafür machen kann. Und deswegen mache ich das jetzt einfach mal zu dem Aufbau und auch zu diesem Zündmechanismus. Und ja, das Grundprinzip ist einfach wieder wie bei der normalen Minecraft-Kanone. Ich sehe, ich habe was vergessen, was ich brauche, nämlich noch Wasser und eine Slab. Irgendeine Slab. Wir nehmen hier die Steine. Slab. Und dann machen wir hier das mal so lang, dass das Wasser hier gerade hinfließt. Ich hoffe, ich habe das jetzt per Augenmaß richtig getroffen. Meistens funktioniert das halbwegs gut. Wunderbar. So, und ja, normale Minecraft-Kanone funktioniert ja ganz normal so. Und ja, ich glaube, ich baue jetzt einfach mal schnell den Zündmechanismus für das TNT hier. Ja, damit fangen wir doch am besten mal an, indem wir jetzt hier einmal unseren Button machen. Und dann machen wir hier mal Redstone entlang. Nein, das können wir ja hier nicht machen, weil wir das später noch hochbauen müssen. Deswegen setze ich das jetzt auch mal hier runter. Ich weiß nämlich nicht, wie viel Platz ich brauchen werde. So, dann setzen wir das mal hier entlang. Und hier vorne drauf. So, dann bauen wir hier noch ein paar Repeater ein. Ich glaube 9 an der Zahl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Passt doch perfekt. Und davon tun wir jetzt einfach mal 8 verzögern. Und zwar komplett. Den letzten lassen wir einfach mal frei. Und dann müsste hier dann das Signal dann eben genau passend ankommen. Wir können es ja mal kurz ausprobieren. Das wollen wir natürlich nicht. Und den müssen wir hier oben drauf setzen. So. Ja, dann schauen wir mal, ob diese Kanone hier funktioniert. Das sollte sie eigentlich tun. Ich hoffe einfach mal, dass ihr das tut. Das ist also jetzt das Grundprinzip einer Minecraft-Kanone. Genau. Und ja, das TNT hat man jetzt nicht gesehen, aber da oben ist es explodiert. Gut, gut, gut. Ja, dann bauen wir das hier wieder weg. Das brauchen wir nicht. Und dann zeige ich einfach mal meinen Zündmechanismus. So, wir bauen das jetzt mal hier höher. Und zwar bauen wir das hier so, dass das hier alles mal eins höher ist. Und dann brauchen wir nämlich schon unseren Pisten hier, weil wir hier hinten nämlich, ich sehe, das habe ich mit dem Button doch etwas ungünstig getroffen. Ja, so. Dann machen wir das mal so, dass ich hier, braucht ihr jetzt hier diese 5 Blöcke quasi, das sind 5 Stück bei der 8 langen Wasserbahn. 5 Stück jeweils und dann macht ihr die 2 nach hinten. So. Nein, 3. 3, tut mir leid. So, dann die Pistons kommen logischerweise hierhin, weil wenn die sich ausfahren, müssen die das Dynamit in die Mitte schieben. Man muss sich vorstellen, hier ist dann das Dynamit, wenn die ausfahren, muss es eben hier dann sein. Irgendwie logisch. So. Dann machen wir das hier noch fertig. Und dann haben wir eigentlich hier auch schon den ersten Zündmechanismus. Das habe ich jetzt natürlich mit dem Button jetzt sehr ungünstig wieder gemacht. Ich weiß, es nervt, wenn ich das jetzt 10-mal neu mache. Gut, funktioniert. Ja, soweit so gut. Ich würde sagen, wir sehen uns, wenn die Sonne wieder genau hier hinten steht. Bis dann. Ja, so schnell kann das gehen. Und zack, sind wir auch schon wieder da. Gut, wir waren hier gerade dabei und dann machen wir das so, wir machen hier einfach mal Blöcke hin, weil die hier einfach ein bisschen abdecken quasi und dann kommt hier drüber wieder diese Schicht. So. Und was ich natürlich auch vergessen habe, das hier müsst ihr natürlich anschließen, ne? Das ist logisch. So, hier einmal so, mal ausprobieren. So
funktioniert nicht. Jetzt aber. So. Wie man hört, es funktioniert. Gut, dann machen wir einfach weiter. Erste Etage hätten wir jetzt fertig. Dann machen wir das jetzt einfach mal so. Dann machen wir mal die zweite hier drauf. Nur mal so schon. Gut, wie funktioniert es jetzt, dass das TNT dann gezündet wird, wenn es hier in der Mitte ist? Und das eigentlich gar nicht mal so schwer. Weil wir müssen das hier einfach eins höher machen. Diese Seite. Und machen dann hier erstmal ein... Einfach nur hier, diese fünf Blöcke, einfach mal nur hier eins weiter. Also, dass wir quasi zwei haben. Dann machen wir hier Redstone. Und hier reicht eigentlich eine Fackel. Ich mache jetzt einfach mal hier die fünf hin. Wie ich das im anderen Video auch so gemacht hatte. Und dann kann ich das mal kurz zeigen, dass das funktioniert. Ja, ich drücke jetzt auf die. Und wie ihr seht, das TNT ist gezündet und explodiert. Genau. Das war der ganze Trick bei dem Zündmechanismus. So, gut, dann machen wir das hier vorne mal schön zu. Und so, gut. Dann zeige ich mal, dass es dann auch schießen kann mit diesem Zündmechanismus am besten. Jetzt mal so. So, und ich das, weswegen ich diesen Zündmechanismus eigentlich benutzt habe für mein anderes Video, ist ganz einfach deswegen, weil er viel besser zu laden ist, wenn ich so eine riesen Konstruktion hier habe, weil sonst muss ich von unten nach oben und immer wieder hier diese einzelnen Reihen reinziehen. Ansonsten hier so, ich stelle mich einfach oder fliege einfach rein und lade hier die Lücke voll. Und dann passt die Sache. Und das finde ich wesentlich schneller. So, ihr werdet gleich sehen, dass es funktioniert. Einwandfrei. Das ist jetzt etwas tiefer, war lag ganz einfach daran, dass hier dieses Loch einfach zu tief war, dass es oben angedatzt ist. Und ja, dann schwafel ich hier nicht länger weiter. Wir bauen einfach eine zweite Ebene rein. Das ist genau derselbe Trick hier. Dann hier die Repeater. Und hier wieder die Redstone-Teile. Gut, zum Verbinden von einer Etage macht ihr das am besten einfach so. Ihr tut das recht mittig. Zack, zack, fertig. Pisten schieben sich aus, einwandfrei. Gut, wir bauen wieder dasselbe. Hier einfach mal drüber bauen. Gut. Ich denke, das ist soweit eigentlich ziemlich einfach und klar. Hoffe ich zumindest. Und jetzt baue ich hier einfach mal noch drüber, weil jetzt kommt nämlich das nächste Problem. Und zwar würde ich jetzt hier wieder so eine Ebene einziehen und wieder hier meine Fackeln, würden die natürlich ausgehen. Deswegen ist die Lösung eigentlich relativ einfach. Ich mache das einfach eins länger und setze hier meine Fackeln hinzu. Das müsst ihr dann immer abwechselnd machen, heißt eins muss immer drei lang sein und das nächste oben drüber wieder zwei und so weiter. So, so, das funktioniert auch. Das kann ich auch beweisen. Wir laden jetzt einfach mal beide rein und hoffen, dass es diesmal vielleicht sogar schon wieder ein bisschen besser aussieht. Mit der Reichweite auch. Aber wir werden es herausfinden, wenn wir auf diesen Knopf drücken. So. Und los geht's. Oh, Fail. Das tut mir natürlich leid. Vor lauter Zielen habe ich jetzt vergessen, hier das Dynamit reinzufüllen. Oh je. Das tut mir leid, Entschuldigung. Gut, dann werden wir es eben jetzt sehen, wenn wir das so zünden. Und ja, man sieht, die Reichweite ist schon wesentlich erhöht. Und ja, ich würde mal sagen, ich glaube, das Zündprinzip ist jetzt erklärt. Hier diese Mechanik ist auch erklärt. Ich mache jetzt einfach mal weiter. Mache jetzt mal kurze Pause beim Aufnehmen. Und dann zeige ich euch dann eben die nächste Problematik, nämlich dass dieses Signal nur 15 weit geht. Aber dazu muss ich einfach noch ein paar Etagen drüber bauen und das würde jetzt zu lange dauern. Bis gleich. Ja, da bin ich wieder. Diesmal habe ich jetzt diese vier Etagen mal gemacht. Und jetzt kommen wir natürlich zu folgendem Problem. Ich zeige das jetzt mal kurz. Am besten, ich mache mal einen Hebel hin, dann sieht man das noch viel schöner. So, das müsste eigentlich auch gehen, wenn ich ihn hier hin. Genau. Dieses Signal erreicht notdürftig noch gerade diesen Pisten hier. Und die logische Schlussfolgerung daraus ist, das Signal ist einfach zu kurz so.
Was machen wir? Natürlich Minecraft 0815. Wir machen einen Repeater rein. Ja, wenn das so einfach wäre, wäre es ja toll. Das Problem ergibt sich erst dann, wenn man versucht, das TNT eigentlich zu zünden. So und so. Gut. Ist logisch, wir machen hier unseren Repeater. Hier dann Redstone. Und alle Pisten fahren einwandfrei aus. So. Das einzige Problem dabei ist jetzt, wie ich beim letzten Video auch schon erklärt habe, dass diese Repeater ohnehin schon einen Tick haben. Das heißt, die haben schon eine Zeitverzögerung, obwohl man sie eigentlich überhaupt nicht verzögert hat. Das heißt, dieser Repeater hier verzögert das Signal nach da oben. Wenn man jetzt die Ticks zusammenzählen würde, die auf dieser Ebene zusammenkommen, wären das natürlich für jeden Pisten der eine Tick von dem Repeater davor. Und dieser Tick heißt insgesamt für den Pisten hier oben zwei Ticks. Die Pisten davor allerdings besitzen ja diesen Repeater hier nicht. Deswegen haben wir hier bei jedem Pisten nur einen Tick, weil wir hier keinen Repeater noch weiter davor haben. Heißt, hier sind insgesamt eigentlich zwei Repeater davor und da unten nur einer. Das heißt, das oben zündet etwas später als das untere. Ich hoffe, man sieht das jetzt auch ein wenig, wenn ich das jetzt mal kurz ausmache. Ich lade das jetzt mal und dann zeige ich mal, oder ich hoffe, man sieht's, dass dieses Signal dann abgeschwächt wird, wenn es nicht, dieses TNT eben nicht genau gleichzeitig zündet. Weil das ist natürlich dann davon bedingt, dass die Pisten es später rausschieben, es wird später gezündet und dementsprechend explodiert es dann auch später. So, ich... Moment. Kugel fast wieder vergessen. Hier hin. Gut. Einmal frei. Und los. Ich hoffe, man sieht es ein bisschen. Aber das waren jetzt auch zwei Mini-Explosionen, das hat man gehört. Das ist natürlich auch logisch, dass die jetzt ziemlich weit schießt, weil es ja vier Ebenen übereinander sind. Aber wenn ich die jetzt unten verstellt habe, werde ich euch beweisen können, dass es dann weiter schießt. Nämlich mache ich das jetzt hier unten so, da die hier oben eigentlich zwei Ticks haben, stelle ich die hier einfach um eins weiter, damit die hier auch zwei Ticks haben. Das macht ihr jetzt bei jeder Reihe dann quasi unterhalb eines so einen Überbrückungsrepeaters. Und dann probiere ich das einfach nochmal aus. So. Genau. So, dann wird die Kanone jetzt wieder geladen. Ganz normal. Am besten stellt euch hier so rein oder fliegt rein. Ich glaube kaum, dass ihr das im Survival-Mode machen werdet. Und füllt das hier einfach auf. Gut. Hier setzt ihr wieder eure Kugel hin. So. Und los geht's. Das Loch von vorhin ist hier. Und mal sehen, wo das nächste Loch sein wird. Also, ich sehe schon, es ist weitergeflogen. Ich weiß aber nicht, wie viel weiter. Wir werden es einfach mal gleich sehen. Ah, hier hat man das also wunderschön gesehen. Es fliegt einfach weiter, wenn man das Signal hier ordentlich einstellt. Ansonsten, hier war das eine Einschlagloch und da hinten das andere. Also, es sind also schon gut und gerne 30, 40 Blöcke weit. Und das ist eigentlich schon ein bisschen ein Unterschied. Ja, ich hoffe, ich konnte das jetzt eigentlich einigermaßen erklären. Das restliche Prinzip lässt sich einfach nur noch weiter fortführen nach oben und unten. Ich zeige das einfach nochmal bei meiner Großen hier. Weil bei der habe ich einen Fehler reingequatscht. Das sind keine 9 Ebenen, sondern das sind ganz einfach 11. So, hier habe ich jetzt anscheinend den Hebel aktiviert, ja. Und hier habe ich dann natürlich auch dasselbe hier, immer diese Überbrückungsrepeater. Und dann zeige ich das vielleicht auch nochmal schnell. Hier haben wir den letzten. Das heißt, oberhalb haben die immer nur einen Tick. Unterhalb dieses Überbrückungsrepeaters haben sie zwei. Und unterhalb des letzten Überbrückungsrepeaters haben sie drei. Ja. Gut, ich hoffe, ich habe das jetzt wirklich so erklärt, dass man das mühelos eigentlich nachbauen kann. Ansonsten, wenn ihr jetzt wirklich noch Fragen habt, dann schreibt es einfach in die Kommentare oder schreibt mir eine persönliche Nachricht. Und dann sage ich noch, ich freue mich über Likes, über eure Abos natürlich jederzeit. Und dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Effens.